So, einen wunderschönen guten Abend von der Whisky-Truhe. Heute mal wieder zu zweit. So, ich mach mal so. Naja. Was? Komm, so viel Nachtdienst war es jetzt nicht. Früh. So, wir stehen jetzt hier an einem niedlichen kleinen Teich. Und was ihr im Hintergrund hört, ist natürlich ein bisschen der Feierabendverkehr. So, was ich euch heute vorstelle, ist ein oder zwei Whiskys, und zwar aus Rheinhessen. Zum einen der Vangiones Single Malt Whisky, ein Single Cask sogar, und der ist abgefüllt und destilliert in Rheinhessen, und zwar in Westhofen in der Brennerei Kaltenthaler. Die kennt der eine oder andere vielleicht eher vom Butterscotch, und wir waren jetzt gestern da und entdeckten dort Whisky. Haben wir natürlich mitgenommen. Das ist den ersten, den wir heute testen, und das ist ein wunderschönes Getränk rein optisch. Die Flasche recht schick, 42%, eine 1,5 Liter Flasche. Und aus rein hessischem Gerstenmalz in einem Petrux Ximenes-Fass gelagert. Und das heißt ungefiltert abgefüllt vom Felix Kaltenthaler. Und jetzt schauen wir uns da mal an, was das bedeutet geschmacklich. Er ist laut seiner Angabe 3 Jahre alt. Plopp, dein Glas. So, dann wollen wir mal riechen. Oh, der Stuhl hat einen, da passt es fast rein. Oh. Intensiv, ne? Ups. Aber den Geruch hier hatte ich schon mal gehabt. Mhm. Ich ganz, welchen hatten wir letztens gehabt? Wir hatten schon mal einen deutschen gehabt, der sehr ähnlich gerochen hat. Ich komme jetzt nicht drauf, aber das riecht schon mal nicht schlecht. Ah. Hm? Sprich? Sehr stark, ne? Der, gut, der ist jung. Ja. Der beißt noch ein bisschen, der kribbelt. Ja. Kann man gut als Markenbitter nehmen. Na, so ist nah. Nein. 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 Er ist intensiv. Ist intensiv, ne? Hat ein bisschen was von Brot. Ja. Ne, so frisches Brot. Ja. So die Sherry-Note kommt noch ein bisschen mit raus, finde ich. Aber. Naja, das ist, wenn man ein bisschen Husten hat. Husten. Ja, Husten. Das ist jetzt Wahnsinn, ne? Während wir das Video hier drehen, das war die ganze Zeit relativ ruhig hier hinten da der Kamera. Und jetzt ein Auto nach dem anderen. Eigentlich war es geplant, ja, das idyllische Bild mit dem Teich da hinten dran, aber nein. Mit den Mücken. Und den Mücken. Aber. Er kribbelt schön auf der Zunge und auf den Lippen. Ja. Das ist gut. Bisschen, haben so ein bisschen Apfel, oder? Ja, Apfel ist dabei. Ja, so also ein bisschen fruchtig, ist also angenehm. Also der grüne Apfel. Der grüne. Weil der, ja, es gibt ja verschiedene Äpfel. Ja. Aber der grüne, der ist so ein bisschen säuerlich. Okay. Ja, der Pink Lady zum Beispiel, der ist wieder süß. Mhm. Aber es ist dieser hellgrüne Apfel, der so ein bisschen säuerlich ist. Das schmeckt der. Mhm. Zudem, hm? Ja, hat ein bisschen, also die 3 Jahre, die merkt man auf einer Seite an. Ich finde es aber gar nicht mal so unangenehm. Also, das macht Spaß. Es ist ganz angenehm, bei dem Wetter zu trinken. Und
ja, immer noch so ein Wort zur Brennerei. Ich bin über den gestolpert, über den Butterscotch. Der läuft bei mir ja super als Alternative zum Moonshine. Und da gibt es ja drei wunderbare: Cold Brew Likör, Karamell Likör und den Irish Whiskey Likör, der ja gefühlt hier fast nur aus Whisky besteht. Ja. Und ja, die Brennerei, die gibt es wohl schon in dritter Generation. Macht auch Rum, macht Gin und die haben so eine Aktion, ja, SOS rettet die Barbetriebe. Ja. Am besten guckt ihr da mal auf der Webseite der Kaltenthaler Destille. Ich schreibe die nachher hier unten drunter. Ja, also das ist schon lecker. Jetzt probieren wir gleich die Nummer 2, weil auf der einen Seite gibt es ja den Aureus. Das ist das, was wir jetzt hatten. 3 Jahre, 42% im Pedro Ximenez-Fass gereift. Das erklärt auch die Farbe, der ist also auch nicht gefärbt. Und wenn man den jetzt mal ein bisschen ins Licht hält. Richtig geile Farbe. Eine richtig geile Farbe und man kann ein bisschen Schwebstoffe erkennen. Das natürlich dafür spricht, dass er entweder in Kälte gefiltert ist oder wie er hier hinten drauf steht, ungefiltert. Also scheint so ein Straight from the Cask Geschichte zu sein. Wird geliefert in so einer schönen, also ich finde es recht schön gemachten Pappkiste. Und auch hier auf der Rückseite der erste in Rheinhessen eingemeischte und vergorene Whisky und auch destillierte. Mit Quellwasser auf Trinkstärke herabgesetzt. Ich finde, soweit alles mal richtig gemacht. Und das ist nur ein Nebenprodukt. Jetzt probieren wir mal die Nummer 2. Und da wird es jetzt für mich interessant, denn das ist der Fumosa. Und der ist leicht getorft. Auch hier Sherryfässer. Und da steht dann auch hier, ne, die Farbe, hier sieht man auch schon direkt, der ist ein bisschen heller. Ich zeige es mal gerade im direkten Vergleich. Das ist schon ein dezenter Unterschied. Ja. Tja, destilliert aus schottischem Gerstenmalz, light lipided heißt es hier. Und im Oloroso fast gereift. Also wird er nicht so eine, definitiv mal nicht so eine Note an dem Sherry haben, wie wir es vom Pedro Ximenez eben hatten. So. Da kommen schon die neugierigen Zaungäste. Ja, bitte gehen jetzt an, die Zaungäste. Tja, die sehen, dass hier Alkohol gibt, dann werden die neugierig. Und, oh, direkt. Gleich ein anderer Geruch, ne? Ein bisschen Vanille, ne? Mhm. Aber auch hier so, ne? Also, man merkt, dass die ähnlich sind, ne? Die sind sich sehr ähnlich, oder? Vom Geruch. Was jetzt? One take. Da hier wird nichts rausgeschnitten. Moment! Das war die falsche Röhre. Also es kann also sein, dass es, wenn das jetzt so weitergeht, dass das Team Panda, Team Whisky-Truhe gleich nur noch eine Person ist. Aber es sieht so aus, als überlebt sie es. Das war die falsche Speise. Ich glaube, nach dem Glas liege ich dann im See. Entschuldigung. Hochprofessionell. Oh ja. Ich wollte sagen, dass er gut ist, ja. Bis ich mich verschluckt habe. Ja, da fehlt jetzt so ein bisschen der Glaube, ne, dass der gut ist. Vor laufender Kamera sterbender Schwan. Oh, ist gut. Da kommen sogar schon die Freuden drin. Aber ich habe auch hier wieder das Aroma vom frischen Brot und ein bisschen
Frucht. Und sehr stark Vanillenote. Ja, da kommt ein bisschen mehr Vanille und so eine leichte Torfnote. Also wer mich kennt, weiß, ich bin so ein altes Torfmonster. Also ich mag die torfigen Whisky. Also ich bin nicht das Monster, sondern... Schalt, dass man das jetzt sieht. Aber es ist trinkbar. Auch hier wieder 3 Jahre, 42%. Und ihr könnt euch aber auch gerne ein eigenes Bild davon machen. Und kommt doch einfach in die Whisky-Truhe. Die Flaschen sind offen, sind zum Probieren und wir werden sehen. Also auch wenn ich gerade fast gestorben bin, ich finde ihn für mich besser, also angenehmer. Weil? Weil er ist nicht ganz so scharf. Okay. Ja, er ist ein bisschen runder, ne? Ja, er hat also, wie gesagt, das Süßliche. Mhm. Der erste war auch gut, aber der war mir ein bisschen zu kantig. Ja. Und der ist so ein bisschen abgerundet. Ja, der hat so ein bisschen, also das... Aber anscheinend liegt der dann im Süßlichen. Ja, aber das ist halt auch ein bisschen Unterschied zwischen Oloroso und Pedro Ximénez. Und diese Gerste, die ist schon, das Schottische, das leicht Torfige ist schon... Ich kann mir vorstellen, dass der zum Beispiel, das probieren wir heute Abend mal, Whisky Sauer. Ja. Probieren wir mal Whisky Sauer, weil den kann man sehr wahrscheinlich mischen. Okay, wir sind hier irgendwo bei einer Flasche um 49 Euro circa. Und ich weiß, der eine oder andere von euch, der möchte da nicht wirklich mischen, aber da sind wir ja ziemlich entspannt. Ja. So. Und er hier mit seinem GTI. Aha. Nö, das ist schon von der Rückfahrkamera. Keine Ahnung, warum das Ding nicht zufährt. Naja, ist halt Golf. Gegenstand ohne logische Funktion. So, bevor ich mich hier im Kopf und Kragen rede, wenn wir uns noch hier gemütlich die noch genießen. Und für euch heißt es, macht euch einen schönen Abend. Verschluckt euch nicht. Verschluckt euch nicht. Ostern steht vor der Tür. Vielleicht braucht ihr noch ein schönes Geschenk. Dann kommt die Whisky-Truhe. Und ansonsten ja, wünschen wir euch ein schönes Osterfest. Bis demnächst. Ciao.